Willkommen zurück zu Let's Play Yooka-Laylee. Aha. Klopf, klopf. Nein, wir brauchen keinen neuen Asphalt für unsere Auffahrt. Ach, ihr seid's. Wie seid ihr an meinen Fermi-Kreationen vorbeigekommen? An den meisten sind wir einfach vorbeigelaufen. Anderen mussten wir eins auf die Mütze geben. Quark, du fauler Vogel. Ich hatte dir doch geraten, in ein Privatarmee-Portfolio zu investieren. Wie dem auch sei, nun seid ihr hier. Wie wäre es, wenn ihr wieder alleine zieht? Gern, aber nur mit meinem Buch. Meine Bürotüren bleiben geschlossen, außer ihr habt, sagen wir, insgesamt 100 Pages gesammelt. Hören Sie mal, Sir. Die haben haufenweise Pages für das Einbuch gesammelt. Vielleicht sollten wir sie hochlassen. Quark, hören Sie auf, mich anzuzwinkern. Ich fühle mich zwar geschmeichelt, aber ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Okay, ihr zwei, gute Arbeit bei der Page Quest. Warum kommt ihr nicht hoch und versucht eine feindliche Übernahme eures geliebten Buches? Muss man 100 Pages haben, um hier durchzukommen? Ja. Wir haben 110. Glücklicherweise. Ivory Towers. Willkommen zur Bonusrunde. Ich bin und bleibe Dr. Quark, der Moderator. Was? Du hattest doch gesagt, die Quizze wären vorbei. Ich habe gelogen. Wie üblich gibt es 10 Fragen, die korrekt beantwortet werden müssen und nur 3 Leben. Aufgepasst, liebe Kandidaten. Diese Fragen sind besonders schwierig. Muhahaha. 3 Leben. Der Hillary. Okay, die Frage kennen wir ja schon. Keine Ahnung. 16? Ja, war klar. Was für ein Pech. Möchtet ihr den Telefonjoker benutzen? Welchen Telefonjoker? Der ich überspringe das einmal. Ich weiß es aber nicht. Was, Kumpelblase? Diese farbenscheinigen Schmetterlingsschübe. Wie viele habt ihr bisher gestohlen? 5. Vermaledeite, selbst eine beknackte Echse kriegt mal eine richtige Antwort hin. Verflixt und zugenäht, eine super schnelle, korrekte Antwort. Das gibt 2 Punkte. So, jetzt. Ja, einmal versagen und schon raus. Die Welt mit den Glücksspielen, wie lautet ihr korrekter Name? Ja, wie wohl? Ganz einfach. Verflixt, wie seid ihr darauf gekommen? In der Galeon-Galaxie, wer ist auf hoher See verschollen? Warum biete ich mehrere Antwortmöglichkeiten? Ja, mit einer wäre es mal ein bisschen zu einfach. Natürlich auch, geht eine wäre auch okay. Im Capital Cascino, wie viele Kacheln hat der Boden des Kachelpaar-Raumes? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Raum ist. Ich sage jetzt einfach mal 6. War klar. Ach, wie schade. Ihr scheint kein Leben mehr zu haben. Ja, das merke ich. Ich habe die Kacheln auf dem Boden leider nicht gezählt. Tut mir leid. Naja, wollen nicht noch, nicht unbedingt. Ja, besser vorbereitet. Ich bin jetzt noch mal kurz hingelaufen und habe die Kacheln gezählt. Der verlogene Verkäufer Trouser. Welchen Move hat er dir als erstes beigebracht? Das weiß ich auch nicht mehr. Das ist schon so lange her. Müsste Schwanzwedeln sein. Huch, das war die schwierigste Frage. Na, eigentlich nicht. Verflixt und zugenäht. Eine superschnelle, korrekte Antwort. Das gibt 2 Punkte. Die Kumpelduos in diesem Abenteuer. Welches ist das Beste von allen? Was?
Ich habe tatsächlich nur die erste Antwort gelesen und gedrückt. Dieses Bild, welche Welt zeigt das? Die Galeonengalaxie. Verdammt, ihr seid eindeutig am Schummeln, glaube ich, stand da. Okay, ich sollte jetzt mal langsamer machen. Der Eingang zu Capital B's Büro. Wie viele goldene Statuen stehen davor? 2. Ah, ihr habt auf Yokapedia nachgeschaut, nicht wahr? So viel konnte ich mir noch merken. Federn, legales Eigentum von Hillary Towers. Wie viele habt ihr insgesamt? 1382, naja, dann waren es 1400. Nichts da, wie seid ihr über... Das lächerliche Reptil Rextro, welche Farbe haben seine... Der hat Schuhe? Der hat keine Schuhe. Muss ich... Der trägt keine Schuhe. Eine Frage müssen wir noch. Ja, gut, 2. Pages, legales Eigentum von Hillary Towers. Wie viele habt ihr? 110 haben wir insgesamt noch. Hat er gerade gesagt, das war die schwerste Frage? Gibt dann schon 2 schwerste Fragen. Unmöglich. Ihr habt das letzte und schwierigste Schnellfeuerquiz bestanden. Was gewinnen wir? Ein Stück Schinken? Ein paar hübsche Teller? Also gut, ich werde euch nicht länger abhalten, euch dem Boss zu stellen. Ihr werdet euch ohnehin nur eine richtige Klatsche holen. Das wollen wir doch erstmal sehen. Boss, wir kommen. Ein Boss. So, mal gucken, wie schwer der wird. 5 Welten gibt es also doch nur. Plus Hillary Towers. Kapital B's Büro. Endlich. Ich war gerade dabei, das Büro abzuschließen und auf den Golfplatz zu gehen. Ich bin Joker und dies ist Laylee. Wir wollen unser Buch zurück. Ich weiß, wer ihr seid, du grüner Gauner. Ihr seid die beiden, die magische Pages sammeln für mich. Und jetzt habt ihr sie mir direkt Freihaus geliefert. Narren. Es war schrecklich langweilig, euch zu erlauben, euer Abenteuer zu beenden. Aber jetzt werden wir es ein für alle Mal beenden und unsere finsteren Pläne in die Tat umsetzen. Wenn ihr diese Pages wollt, werdet ihr sie uns wegnehmen müssen. Also gut, ihr wollt eine feindliche Übernahme? Versucht mitzuhalten, ihr komischen Kerle. Ja, du. So. Kapital B, du hast dein Müll hier vergessen. Aber wir können mit dem reden. Ducken, ducken. Immer wollen mir alle an die Federn. Den lassen wir da einfach mal liegen. Der kommt schon alleine klar. Dummköpfe, ich kann kaum glauben, dass ihr mir in meine persönliche Pulverisierungskammer gefolgt seid. Ich glaube, auf dem Fahrstuhlknopf stand Schreibwarenlager. Euer Hausfriedensbuch findet hiermit ein Ende, schäbiges Duo. Ich werde euch überflüssig machen und die Pages werden mir gehören. Und mit ihrer Macht wird unsere Organisation die Geschichte des Universums neu schreiben. Macht euch bereit für mein beeindruckendes, kurzfristiges Wachstum. Kapital B, durch Crowdfunding finanzierter... Verdammt, ich war zu langsam.
Das Tonikum stand nicht auf Wendys Getränkekarte. Lass uns dem Typen eine Lektion erteilen, Layli. Dann machen wir das mal. Warum hat sie so ein Tonikum für uns nicht? Oh. Tun die weh? Nee. Verschwindet. Au, die tun weh. Achso, stimmt, der ist ja eine Biene. Ich weiß nicht, wie ich dem Schaden machen soll. Also eine Idee habe ich. Aber wenn ich dem zu nahe komme, dann macht er das. Okay, so geht das nicht. Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich hat das Schaden gemacht. Ich habe keine Ahnung, was... Man kann ja nichts machen. Gibt es doch irgendeine Fähigkeit, die wir noch nicht haben, obwohl wir hier am Ende sind. Und jede Welt... In jeder Welt waren und alles gekauft haben. Nein, können wir die so loswerden. Ah, jetzt hat's doch irgendwas gebracht. Irgendwas bringt das, wenn wir das machen. Das ist auch, glaube ich, das Einzige, was wir machen können. Oder vielleicht, während er sich da ärgert, sollen wir ihn schlagen. Möglicherweise. Ah ja, so geht das. Aua. Das, ja. Das ist ganz schön rutschig. Nein! Hör auf! Jetzt ärger dich. Ich fall hin und dann schlagen wir da nochmal ein paar Mal rein. Wie viel Leben haben wir noch? 3. Ah, nicht gut. So. Fall hin. Und Schmerzen. Direkt in meine Aktien. Quake, Sie fauler Vogel. Senden Sie mir förmlich Verstärkung. Und was immer Sie tun, passen auf, dass Sie die Firmikisten nicht mit den Munitionskisten verwechseln. Ja, das wird also passieren. Also bekommen wir wohl gleich Bären. Bären, wo sind Sie? Sie sind unterwegs, Sir. Direkt vom Fließband. Ja, natürlich. Ah, Munition. Munition. Wie wäre das andere Tonikum jetzt besser, dass wir mehr Munition haben? Okay. Ah, jetzt sind ja noch welche. Ja, jetzt wird's. Oh ja, gut. Okay, da kommen unendlich Schergen. Und wir werden auf jeden Fall sterben. Ja. Ich habe leider auch nicht wirklich viel Zeit zum Anvisieren, weil ich sonst hier die ganze Zeit angegriffen werde. So, jetzt wissen wir aber ja, wie das geht. Jetzt sollten wir das hier deutlich schneller fertig bekommen. Das dann wieder 3-mal, ohne einmal Leben zu verlieren. So. Wo fliegt der denn ganz hin?
Und ein drittes Mal. Dreimal war es, glaube ich. Ja, dreimal reicht. So, das überspringen wir ganz schnell. Und dann kommen wir nun zu den Schergen und die Munition. Jetzt sind sie doch nicht unendlich. Wir versuchen jetzt hier erstmal viele auszuschalten. Und dann sehen wir es gleich. Sorry, das waren jetzt alle. Nein, es kommt unendlich. Glaube ich. Ja, doch, es kommt unendlich. Ja, wo ist die Munition? Kommt auf falsche Seite hier. Man kann das nicht zerstören, diese Bienenstöcke da, die ihr wirft. Ich kann nicht abbrechen, was soll das denn? Warum kann man das nicht, warum kann man die Attacke nicht abbrechen? Ja, was soll ich jetzt denn machen überhaupt? Also ihn einmal abzuschießen ist viel zu schwer. Ah, immerhin. Okay, wir haben ihn getroffen gerade. Aber haben dafür drei Leben kassiert. Drei Leben verbraucht. Hätten wir die bekommen, wäre ja schön. Hallo? Kann ich mir. Achso. Deswegen kann ich nicht ziehen, weil das gerade abgelaufen ist. Ja, komm her. Lauf da so komisch wegzulaufen. Ja, lass ihn uns halt einmal treffen. Hauptsache, wir treffen ihn auch. Anders geht's ja nicht. Nicht wirklich zumindest. Ah, doch so. Es ist nur relativ schwer. Ah, ja, toll. Gerade wo wir einen guten Moment hatten. Ich war doch weit genug weg. Ja, hallo, visier doch an. Manchmal will der einfach nicht ansehen. Und das war es natürlich auch damit schon wieder. Aber wir sind wieder auf fast alle Schergen weg. Ah, das war's also schon. Es ist Zeit, diesen Führungsstreit auf die nächste Stufe zu eskalieren. Quark, aktivieren Sie die Wand- und Dachlaser. Okay, die Knöpfe sehen alle gleich aus. Quark, Sie Vogelhirn. Huch, ich glaube, das Telefon klingelt. Ich gehe mal ran. So, ich glaube, der hat was Falsches gedrückt. Oh, ja, toll. Was soll ich denn wissen, was der macht? Ach so, ich kann, ich hab ihn. Okay, man muss warten. Der muss das 3-4 Mal machen oder so, ich habe jetzt eben nicht mitgezählt. So, jetzt. Und das dann vermutlich wieder 3-mal. Es wird Zeit, in mehr Giftmodder zu investieren und eure Schmerzbeteiligung zu erhöhen. Oh. Ja, was soll ich denn hier gegen machen? Ja, toll. Kann ich doch gar nicht ausweichen, wenn da so viel auf einmal passiert. So, der steckt da fest. War es das nun? Ich habe wieder nur 2 Leben, weil ich da eben wirklich gar nicht ausweichen konnte. Bean. Schon wieder. Steckt er fest? Natürlich nicht. Okay. Man kann doch ausweichen. Also natürlich kann man ausweichen. Wir werden hier wohl nichts einbauen, wo man zwingend Schaden bekommen muss. Aber es ist sehr schwer.
Man muss dafür einen passenden Zeitraum finden. Ja, ja, gut. Ja, natürlich. Er steckt fest. Ich habe ein Leben. Jetzt sei besiegt. Reicht doch jetzt. Das reicht doch. Warum? Müssen wir jetzt alles neu machen? Oder starten wir da bei der letzten Stufe? Ach, das ist doch scheiße. Dieser Boss ist doch absolut scheiße dafür, dass man den, sobald man einmal stirbt, komplett neu machen muss. So, ich bin jetzt wieder ungefähr an der Stelle von eben. Also es ist kein schlechter Boss. Eigentlich mag ich den sogar. Also den Typen da nicht, aber den Bosskampf. Nur das Einzige, was mir wirklich überhaupt nicht gefällt, ist, dass wenn man stirbt, dass man den gesamten Boss dann nochmal neu machen muss. Egal an welcher Stelle man gestorben ist. Man muss ihn dann komplett neu machen. Das ist das Einzige, was mir hier dran nicht gefällt. Aber sonst mag ich den. Und wenn man seine Attacken kennt, dann ist er auch gar nicht so schwer. Ja, noch mehr hier. Hallo, ich kann... Okay, was soll das denn? Na jetzt... Okay, warum kann ich die... Ich hatte die Bienen zwar noch an mir, aber ich konnte ihn trotzdem nicht umhauen. Es wird Zeit, dass das Kapital in die Höhe schnellt und explosive Werte entwickelt. Typen wie ihr lernt es nie. Ihr bringt euch immer selbst zu Fall. Was nun? Was hat er nun vor? Okay. Au. Ja, okay. Keine Ahnung, was man da machen muss. Eine Idee habe ich. Oder zwei Ideen habe ich. Okay, damit kann man die nicht zerstören. Sonst meine andere Idee wäre noch. Ja gut, damit kann man die wenigstens zerstören. Sodass man selber keinen Schaden bekommt. Wie viel Leben haben wir eigentlich noch? Oh ja, toll, 4 Leben. So, aber kann ich ihnen nun Schaden machen? Na toll, was habe ich denn hier gemacht? Eine Idee habe ich sonst noch. So, so muss man das doch machen. Gar nicht so schwer. Ich brauche nur mehr Ausdauer. Okay, wir zerstören die kurz. Und dann warten wir auf die nächste. Dann fliegen wir hoch. Wahrscheinlich müssen wir ihn dreimal treffen damit. Oder er, vielleicht muss er sich dreimal damit treffen. So, das war dreimal. Nein, muss öfter. Jetzt kommen hier mehr. Und er hat sich zweimal getroffen. Anscheinend hat aber nur der eine gezählt. So, trefft ihn. Sehr gut. Die Ausdauer... Tonikum, dass man die Ausdauer... Dass sich die
Ausdauer schneller auflädt. Das hätten wir mal auswählen sollen. Ich glaube, das haben wir ja auch. Also haben wir nicht ausgewählt, aber ich glaube, das besitzen wir auch. Hätten wir auswählen können. Nein, jetzt treff ihn, treff ihn, treff ihn, treff ihn. So. Okay, ich muss jetzt kurz die Ausdauer neu aufladen. Hör auf damit, ich lass mich doch einmal hier die Ausdauer aufladen. Nein! Ich hab nicht genug Ausdauer dafür. Und ich kriege auch nicht wirklich die Chance, die aufzuladen. Au, ich habe 2 Leben. Oh. Sehr dumm von mir. Bitte einmal noch. Rakete, komm her, sofort. Fliegt doch nicht so schnell. Ja, ich sehe den. Ja, ich glaube, ich muss das gleich nochmal machen. Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Ich will diesen Boss auch nicht berühren. Das macht ja auch noch. Macht mir ja auch noch Schaden. Ja, ja. War es das? War es das? Bitte, das sieht nach Ende aus. Ja, das war's. Ende. Er ist hoffentlich tot. Wir haben es geschafft. Na, ja, leider lebt er noch. Ich habe nur meinen Job gemacht, ihr Dumpfbacken. Aber einen schlechten Job, Herr B. Der Vorstand wird mit Ihrer Leistung überhaupt nicht zufrieden sein. Ich sollte Sie melden. Nein, warte. Ich kann noch gewinnen. Verpfeifen Sie mich nicht. Moment mal. Ich dachte, Kapital B wäre der Boss hier. Ach, er ist auch nur ein Rädchen im Getriebe. Ich bin hier, um die wichtigsten Fakten und Fragen im Auge zu behalten und dann den wahren Bossen in Form einer anschaulichen Präsentation vorzulegen. Das erklärt die Quizfragen, wie dem auch sei. Die Zeit für Gequatsche ist vorbei. Wir nehmen uns jetzt unser Buch zurück. Halt, ihr Narren, ihr habt keine Ahnung, was sein wahrer Zweck ist. Wenn viele es in die Finger kriegt, werden wir die Welt beherrschen. Still, Herr B. Wir sind vertraglich gehalten, betriebsfremde Personen keine geheimen Informationen zukommen zu lassen. Wie dem auch sei, wir werden das Einbuch jetzt zurücknehmen und euer Abenteuer ein für alle Mal beenden. Hallo, das hier, ist das hier der Erste-Hilferaum? Blasto, was machst du hier? Ich habe etwas anderes im Hals stecken. Ich brauche Hilfe. Oh nein. Gleich kommen. Du durchgeknallte Kanone. Wir wollten gerade die Ente vermöbeln und alles über ihre geheime Organisation in Erfahrung bringen. Puh, mir geht's schon viel besser. Danke. Es ist nichts Schlimmes passiert, Blasto. Immerhin haben wir endlich Laylys Buch zurück und die bösartigen Pläne von Hillary Towers durchkreuzt. Das magische Buch landet direkt im Tresor, wenn ich wieder zu Hause bin. Es wird noch an Wert zulegen. Kommt Leute, lasst uns zur Schiffsbucht zurückgehen und ordentlich feiern. Party machen wir wohl jetzt.
nachdem es geladen hat. Ohne weiteren Boss. Mampf, Mampf. Eine grandiose Party junger Krieger. Junge Krieger. Hättet ihr etwas dagegen, euch auf eine Hero-Quest zu wagen und mehr Kuchen zu beschaffen? Ich glaube, du hattest genug. Lasst uns nicht streiten. Wir sind alle hier versammelt, um die heldenhaften Taten des bravourösen Blasto zu feiern. Ja, wirklich bravourös. Das wandelnde Pulverfass hätte uns fast die Köpfe weggepustet. Eine Frage, Leute. Was genau habt ihr mit diesem zwielichtigen Schurken vor? Schurkenkapital B angestellt. Um den brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen, Kratos. Dank Lily und mir ist das Kapitel dauerhaft abgeschlossen. Manometer, das ist prima. Wenn ihr noch ein paar solche Abenteuer besteht, könnt ihr euch fast echte Helden nennen. Was? Ich habe Kopf und Kragen für dieses Spiel riskiert. Beruhige dich, Lily. Es wird in der Zukunft sicher noch reichlich Gelegenheiten geben, unseren Heldenstatus zu verbessern. Jetzt lass uns erstmal zurücklehnen und den riesigen Abspann genießen. Man kann den Abspann sogar vorspulen. Und zurückspulen. Okay, ich lasse den jetzt hier mal. Ich spule ein bisschen vor. Ah, nicht so schnell. Man sollte es ja auch schon lesen können. So, nochmal von vorne und so. Ja, ein bisschen zu schnell. Nochmal ein Stück zurück. So. So, damit haben wir nun Yooka-Laylee beendet. Es war ein schönes Spiel. Gab auch ein paar Dinge, die mir nicht so gefallen haben. Aber an sich mag ich das Spiel und es hat mir schon relativ gut gefallen. So, aber hier beende ich dann nun auch erstmal das Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich mach das hier mal ein Stück schneller. Ich habe gerade erfahren, dass die Credits von Yooka-Laylee ungefähr 3 Stunden dauern.
Keine Ahnung, ob das jetzt in diesem Modus hier 3 Stunden dauert. Ihr könnt ja versuchen zu stoppen, falls ihr da irgendwas lesen wollt. Ich lasse es hier jetzt bestimmt nicht für dieses Video 3 Stunden durchlaufen. Wahrscheinlich beende ich das auch gleich. Kann ich noch schneller? Nein, nicht verlangsamen. Okay, ich lasse die Okay, gut. Ich drücke jetzt auf B, ich beende das jetzt erstmal. Irgendwann anders werde ich die nochmal bestimmt anders hochladen. Aber ich lasse jetzt hier keine 3 Stunden durchlaufen. Das ist, ja, ein bisschen zu lang. Naja, aber hier beende ich dann jetzt. Habe ich schon gesagt. So, es gibt noch Retro-Spielautomaten. Was ist das? Frage ich mich. Können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz reingucken. Okay, das sind einfach nur die ganz normalen Spiele. Naja, gut. Aber die werden wir jetzt nicht alle nochmal spielen. Hier beende ich dann jetzt nochmal das Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten und dann bis bald.